errichten Sie ein Nahrungsmittellager. Erwarte euer Kommando. Erwarte euer Kommando. Wenn das Nahrungsmittellager fertig ist, können Ihre herbeigerufenen Einheiten durch Nahrungsmittel ihre Lebenspunkte und Mana-Reserven regenerieren. Dies ist insbesondere wichtig, wenn Sie viele magische Einheiten herbeirufen. Wir gehen mal weiter schon, während sie redet. Ihr Avatar und Ihre Helden regenerieren sich übrigens auch ohne Nahrungsmittel. Was vorteilhaft ist. Rufen Sie wenigstens 15 Kampfeinheiten herbei. Sind auf Feinde gestoßen! Wenn Sie nun am Orklager vorbei dem Weg weiter nach Osten folgen, werden Sie auf einen feindlichen Spähposten treffen. Dieser wird bei Sichtkontakt sofort sein Hauptlager alarmieren. Folgt mir! Schnell! Dringen Sie mit Ihrem Avatar, dem Helden und wenigstens 15 Kampfeinheiten weiter nach Osten vor. Sobald der Spähposten Sie entdeckt hat, erscheint ein gelbes Warnsignal auf der Übersichtskarte. Feindkontakt! Sind auf Feinde gestoßen! Auf mein Zeichen, schnell! Verstärkt die Verteidigung! Zu euren Diensten. Alles klar. Hier. Okay, lösen wir mal das Ding aus. Mir nach. In die Schlacht. Das hat er nämlich gerade wohl nicht genommen. Zu Befehl. Unverzüglich. Alles klar. Wird sofort ausgeführt. Die Orks sind alarmiert und schicken ihnen eine Angriffswelle entgegen. Erwarte Befehle. Vernichten Sie die Orks und ihr Bereit Hauptlager. Für den Kampf. Einsatzbereit. Gebiet sichern. Ja, da ist für den Kampf zurückgeblieben. Zu Befehl. Unverzüglich. Hier, sofort. Und ja, das Thema Spawnkreise. Jedes Lager hat mindestens einen so einen Spawnkreis. Für den Orden. Und erst wenn das Lager zerstört ist, verschwinden die Spawnkreise und dadurch können dort auch keine Gegner mehr spawnen. Auf dem Weg. Gebt das Zeichen. Bin unterwegs. Also so wie jetzt gleich dieser hier vom Blitz getroffen wird, verschwindet. Genau, flutsch. Befehl verstanden. Gratuliere. Wenn Sie in Ihr Questbuch schauen, werden Sie feststellen, dass Sie die beiden vorher offenen Schritte jetzt gelöst haben. Der Anführer der Orks hatte die gesuchte Rune bei sich. Durchsuchen Sie die Leiche und nehmen Sie die Rune an sich, falls noch nicht geschehen. Auf meinen Befehl. Sofort. Gehen Sie nun zurück zu Joshua am Menschenmonument und reden Sie mit ihm. Ja, leider ist kein Teleporter hier, also kein Seelenstein. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg jetzt zurücklaufen. Und ja, das ist für den Pollock jetzt recht doof gelaufen. Allerdings werden wir dann im Hauptspiel öfter mal Saves machen. Dass das nicht ganz so gefährlich wird, solche Sachen. Ich habe halt jetzt nicht erwartet, dass das Spiel einfach so abstürzt, wenn ich in die Optionen gehe. Ich wollte eigentlich gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, weiter raus zu zoomen, also den Zoom-Faktor zu erhöhen. Werde ich wahrscheinlich bis zur nächsten Aufnahmesession geguckt haben.
So, Joshua, die Rune geben. Dumm, die Dummen. Bei Zarachs verfluchten Augen, die Rune! Du hast es geschafft! Auch wenn ich den Anblick eines Runenkriegers nur schwer ertrage, niemand sonst hätte das je vollbringen können. Meister Rohn wird erleichtert sein. Für das Lösen der Queste haben sie zusätzliche Erfahrungspunkte erhalten und ihr Avatar ist eine Stufe aufgestiegen. Mit jeder neuen Stufe verfügt ihr Avatar über mehr Lebenspunkte und Mana-Reserven. Außerdem erhalten sie Fähigkeitspunkte und Attributspunkte, mit denen sie ihren Avatar weiter verbessern können. Öffnen Sie das Inventar und gehen Sie in die Rubrik Charakterinformation. Wählen Sie rechts im Fenster Ihren Avatar aus, falls nicht bereits aktiv. Links im Fenster sehen Sie die Fähigkeiten Ihres Avatars und in der Mitte die Attribute. Verteilen Sie die neuen Attributspunkte, zum Beispiel auf Stärke oder Weisheit. Klicken Sie dazu im Fenster auf die kleinen Pfeile direkt neben den Zahlenwerten der Attribute. Die einzelnen Attribute stehen für die Eigenschaften einer Figur. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über einem Attribut schweben, erklärt das Hilfefenster die Bedeutung der einzelnen Werte. Verteilen Sie nun die neuen Fähigkeitspunkte. Klicken Sie auf Neue Fähigkeit und wählen Sie rechts im Fenster die leichte Kriegskunst aus. Verteilen Sie den zweiten Punkt beliebig durch einen Klick auf einen der kleinen Pfeile neben den Fähigkeiten. Sie haben durch Ihre besseren Fähigkeiten in der leichten Kriegskunst nun eine zusätzliche Kampffähigkeit erhalten, und zwar Berserk. Sie finden diese Nahkampffähigkeit in Ihrem Zauberbuch. Übertragen Sie Berserk in das Zaubergedächtnis. Schließen Sie nun Ihr Inventar. Jo. Kampffähigkeiten und einige Zaubersprüche werden nicht auf ein Ziel ausgelöst, sondern wirken nur auf den auslösenden Charakter selbst. Lösen Sie Berserk testweise aus, indem Sie Ihre Figur selektieren und das Symbol unten in der Aktionsleiste oder oben links unter dem Porträt anklicken. Wenn Sie Berserk auslösen, verursacht Ihr Avatar für kurze Zeit sehr hohen Kampfschaden. Dies kann in einer Notsituation sehr hilfreich sein, allerdings können Sie ihn erst nach einigen Minuten erneut einsetzen. Sprechen Sie Joshua nochmals an. Es wird langsam Zeit für mich aufzubrechen. Es war gut, wieder an deiner Seite zu kämpfen. Komm, ich begleite dich zum Portal. Oh ja, die Cutscene sieht sehr gequetscht aus. Cerbos Gnade! Hört das denn nie auf? Das wird interessant. Ruhen! Verstärkt die Verteidigung! Meister Rohn! Noch einen Augenblick später und wir wären verloren gewesen. Habt ihr die Rune?
Tahira hat sie aus den Ruinen geholt. Hier ist sie. Tahira, ich danke dir. Du hast... euch gut gedient? Ich verstehe deinen Zorn. Glaub mir, das war es wert. Diese Rune ist der Schlüssel zu unserer Zukunft und Vergangenheit. Doch nun will ich dich nicht länger behelligen. Lebe in Frieden, Tahira. Wir werden uns nicht wiedersehen. Okay, es geht eigentlich mittlerweile vom Gedrückten. Leb wohl, Tahira! Ja, er macht einen Abflug durch das Portal. Mit einem magischen Portal können Sie diese Karte nun verlassen. Oder folgen Sie dem Weg nach Süden. Dort warten weitere Gegner zum Experimentieren auf Sie, sowie einige nützliche Hinweise, die Sie für die ersten Karten aber nicht unbedingt benötigen. Gebiet sichern! Wenn Sie oben rechts das Menü anklicken, dann können Sie jederzeit den aktuellen Spielstand speichern. Das sollten wir mal kurz machen. Ich habe schon Let's Play angelegt. Gehen Sie nach Westen zum Portal, um die Karte zu verlassen. Oder folgen Sie dem Weg nach Süden, um weitere nützliche Hinweise zu erhalten. Freiheit! Ja, machen wir das mal noch. Schnell! Für die Freiheit! Vorsicht! Sie sind hier! Und los! So, hier ist der erste. Immer wenn Sie eine Statue erreichen, erhalten Sie einige Tipps und Hinweise aus verschiedenen Bereichen des Spiels. Wenn Sie mit einem Portal oder einem Seelenfels von einer Plattform zu einer anderen reisen, verlieren Sie alle Ihre zuvor durch Runenmagie herbeigerufenen Einheiten und die erbauten Siedlungen. Überlegen Sie sich daher gut, zu welchem Zeitpunkt Sie weiterziehen. Mir nach. Und los. Vorwärts. Vorwärts. Also ja, das ist schon mal ein bisschen schlecht formuliert. Sofort. Man könnte es nämlich so verstehen, dass wenn wir von hier nach hier reisen, wir unsere Monumente verlieren. Das stimmt allerdings nicht. Wir verlieren sie nur, wenn wir die Karte verlassen. Zur Ehre Aonirs. Vorwärts. Schnell. Und los. Für eine bessere Übersicht ist die Blickrichtung in isometrischer Perspektive automatisch nach Norden ausgerichtet. Mit den Tasten Entfernen und Ende können Sie den Bildausschnitt rotieren. Jawohl, alles klar. Dies können Sie auch machen, indem Sie beide Maustasten gedrückt halten und die Maus nach links oder rechts bewegen. Das war jetzt die Statue. Standardmäßig rotiert der Bildausschnitt automatisch wieder in die Ausgangsposition, wenn Sie die Tasten bzw. die Maustasten loslassen. Diese Funktion kann in den Optionen auch deaktiviert werden. Auf dem Weg! Alles klar. Mit der Taste Position 1 wird der Bildausschnitt wieder nach Norden ausgerichtet. Das müsste immer noch die Statue gewesen sein. Mal gucken, was die Statue zu sagen hat. Manche Charaktere haben Dialoge und Aufträge, welche die Hauptquest betreffen. Andere Charaktere sind nur für sogenannte Nebenquesten wichtig. Die Rune befiehlt. Sie erkennen die Charaktere für die Hauptquest an dem großen Ausrufezeichen-Symbol über dem Kopf dieser Charaktere. Mit diesen Charakteren müssen Sie reden, um die Hauptquest erfolgreich zu lösen. Die sogenannten Nebenquesten sind optional. Sie müssen sie nicht absolvieren, aber sie bieten Ihnen zahlreiche Vorteile und Abenteuer. Die Rune befiehlt. Zu Befehl. Unverzüglich. So, wir gehen einfach mit unseren Truppen vor und säubern alles, während wir mit unserem Avatar die Statuen triggern.
Neben dem Inventarsymbol unten rechts befindet sich ein Formationssymbol.